Knarrenheinz 666. Danke für deinen Raid mit 6 Personen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich grüße euch. Lieben, lasst gerne, wenn ihr Bock habt, den Knarrenheinz mal ein Abo da. Im Follow, meine ich. Vorhin kennengelernt. Der hat irgendein Ziel vor Augen, glaube ich. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist mein zweiter Raid auf dem Kanal hier. So. Das muss getankt werden. Tanken wäre generell eine sehr gute Sache. Könnte ich eigentlich auch mal wieder tanken. So, schauen wir mal weiter hier. Da brauchen wir einen Schlüssel. Der Schlüssel ist im Garten. Da können wir gar nichts mehr machen. Howdy, Partner. Howdy, howdy. Wie geht's? Wie steht's? Alles Bingo, Bongo. Alles senkrecht. Hier haben wir die Flöte in den Flötenheinz gesteckt. Nichts gegen Knarrenheinz. Da müssen wir noch was im Buch stecken. Ich weiß aber noch nicht was. So. Bei der Uhr ist auch nichts mehr zu machen. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt komm ich. Ja, Mann. Let's go. Jetzt let's go, Junge. Rastet aus, Leute. Ja, heute mal Point and Click. Das habe ich geschenkt bekommen bei Steam von dem lieben Big Eggy, das Spiel. Und wir wollten mal so ein bisschen was machen, wo halt die Community auch ein bisschen mitmachen kann. Leider schlafen die Hälfte der Community jetzt. Oder schläft die Hälfte der Community mit Handy in der Hand anscheinend. Die Alte sitzt auf jeden Fall, die hat vorhin gestanden. Die hat jetzt auch keinen Bock mehr, das dauert hier zu lange hier alles. Ah. So, das müssen wir auch irgendwie noch rauskriegen. Ich stehe hier schon wieder auf dem Schlauch, Junge. Sieh mal, was ganz Neues. Mach doch mal auf die Luki hier, Junge. Da sind schon wieder diese Dinger. Hier auch die Kratzer, da war überall die Bloody Mary. Oh, so eine leckere Bloody Mary wäre natürlich auch was Feines, oder? Eine blutige Marie? Ach Leute, was ist denn los jetzt hier? Jetzt muss ich da irgendwie mal... Ja, ja, Eggy. Vorhin hatte ich auch so einen kleinen Hänger, das also nicht in der Hose, hier im Spiel. Hat ein kleines bisschen länger gedauert. Mariert wie in ihre Tage, die hat alles vollgeballert hier. Und ich weiß auch nicht, was ihr Auftrag hier unten rechts ist. Die düst immer rum und zwinkert mir immer zu. Dabei stehe ich gar nicht auf Puppen. Ah. Junge, fress den Spiegel auf. Manometer. Wir brauchen den Reifen, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Jetzt sind wir hier endlich mal weitergekommen, ja? Und hier kannst du einfach mal gar nichts machen. Die steht auf dich. Da geht was. Na, Püppchen, da geht was. Jawohl. Wie sieht's aus mit uns beiden, ne? Wollen wir uns für heute Abend verabreden? Püppchen, oder was? So, gute Nacht und viel Erfolg noch, Eggy, bis morgen früh. Kannst du das sein mit dem Rad, mit dem Hamster durchnagen? Nee, leider nicht. Der Reifen war vorhin, wo du auf die Keramik warst, lag der Reifen oben drauf. Und dann konnte ich den Hamster oder Eichhörnchen konnte ich hier hochschicken und der hat den Reifen runtergefallen lassen. Jetzt hängt der Reifen da aber auf 7:30 am Seil, was mir ja gar nichts bringt. Aber wir können es ja trotzdem nochmal versuchen. Vielleicht habe ich es ja vorhin einfach nur falsch gemacht. Wenn jetzt fresse ich einen Besen, Junge. Denn der Hamster will da nicht hin. Der hat gar keinen Bock gerade auf den Baum zu klettern. Anzünden kannst du den Scheiß auch nicht. Und mit der Glühlampe weißt du selbst. Den brauchen wir, um das Rad zu kriegen.
Und was soll ich denn mit dem Rad eigentlich? Ich kann doch trotzdem darin rumwühlen. Ich brauche doch nicht dieses scheiße Rad. Und was ist... Oh! Das habe ich noch gar nicht gesehen auf dem Rasen. Stimmt, das leuchtet ja auch. Ist aber ein Schuhabdruck. Kacklappen. Hamster, mach was. Zünde die Spur an. Leuchte sie. Gib mir so einen Pilz. Gib mir so einen Pilz. Kannst doch nichts aufnehmen. Hier kein Blatt oder so. Kein Pilz. Warte. Ja, nee, da verstehe ich jetzt aber auch nur so die Hälfte, ne? Also für die, die jetzt gerade vom Raid vielleicht noch da sein sollten. Ich war in Mathe nicht immer Kreide holen, aber dafür in Englisch sehr oft. So. Ich brauche eine Schaufel, das ist richtig. Hier ist eine Schaufel, aber an die Schaufel komme ich nicht. Hä? Ich habe doch das Ding vorhin mehrmals angeklickt. Ich war bestimmt fünfmal hier drin, aber die Schaufel ist kaputt. Aber ich hab, es gibt noch eine Schaufel. Irgendwo habe ich noch eine Schaufel gesehen. Ja, Mann, das ist ein richtiger Fail. Ich habe so oft vorhin, war ich da so oft an diesem Baum und habe da so oft drauf rumgeklickt, hier überall. Aber da unten drauf nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Okay, Tinder. Wir haben hier Tinder gefunden. Wir können jetzt eine alte sammeln. Hier, Feuer an das Ding. Hopp, hopp. Muss auf jeden Fall schmelzen, der Spaß hier. Also müssen wir das Ding auf jeden Fall anheizen. Damit nicht. Und das ging ja auch nicht. Irgendwas für Feuer. Es würde ja schon Sinn machen hier, ne? Aber anscheinend will er das hier nicht. Da muss ja Wasser irgendwie... Das kommt ja beim Schmilzen dann. Hier war nichts weiter. Streichelst du auf die Stöcker? Also hier drauf meinst du? Nee, das geht nicht. Da haben wir auch noch nichts. Die Uhr läuft ja. Da brauchen wir einen Schlüssel. So, hier brauchen wir noch das Teil, was wir da... Das hier. Muss irgendwie weitergehen, logisch, klar. So. Da ist die Tür. Überall liegen diese Kissen rum. Oder die Amuletts. Da ist ja auch noch eins. Hier haben wir den Ring ja noch, den wir entfernen müssen. Das Ding hier ist dreckig. Muss geputzt werden. Nein. Bleibt da nochmal drin. Da brauchen wir noch einen Schmetterling. Noch nichts gefunden. Die sind geschützt. Ja, und diese Magie müssen wir beenden. Und dann können wir diese schönen Dinge aufnehmen und zum Händler bringen und verkaufen und Geld einsacken. So. Das Schild ist dreckig. Können wir hier irgendwas aufnehmen, bevor ich da jetzt gleich wieder keine Ahnung was mache? Wo war denn, wo habe ich denn hier noch eine Schaufel gesehen? Irgendwo habe ich hier noch eine Schaufel gesehen.
Da ist auf jeden Fall eine, die ist aber kaputt. Es geht da auch nichts. Ja, reparieren, ist es richtig. Da ist auch nichts, außer das Amulett. Muss ja hier irgendwas sein, dem es weitergeht. Hier muss eine fehlende Taste rein. Das mit diesem Ofen macht mich da verrückt, mit dem, dass ich... Ich muss das erstmal öffnen. Neben der Treppe für den Koop. Hier unten meinst du? Hier ist ja keine Treppe, ne? Nee. Meinst du da? Also hier ist gar nichts mehr zum Anklicken. Das Einzige, was hier ist noch zum Anklicken, ist der Kronleuchter und unter der Treppe das. Was anderes und halt durch die Tür durch, ne? Was anderes ist hier nicht. Das können wir auch nicht mehr, das hatten wir ja vorhin erledigt. Wir brauchen irgendwas, um den Ofen zu öffnen, dass das schmilzt. Da muss auch was eingesetzt werden. Hier draußen ist gar nichts mehr. Ja, die Glühbirne haben wir schon sehr lange, ne? Die haben wir wirklich schon sehr lange jetzt. Warte mal. Da macht es ja keinen Sinn, oder? Und hier ja auch nicht. Also mit der Flöte bin ich vorhin drauf gekommen, weil ich auf Hinweis gegangen bin, ne? Da hingen wir auch lange fest. Glühlampe müsste ja oben sein, wenn dann eher. Aber... sehe ich nichts bezüglich Glühlampen. Über dem Kamin in das Bild rein. Ja, da ist ja diese Auskerbung, das sieht ein bisschen anders aus, ne, oder? Wir versuchen es einfach mal. Nee, jo, ich mach mich mal. Viel Spaß euch noch. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Raid. Ich hoffe, du hast vielleicht ein, zwei neue Follow bekommen hier. Auf jeden Fall Dankeschön. Eicheln können wir da nicht reinstecken. Da brauchen wir natürlich erst Viere. Aber lampenmäßig ist hier auch gar nichts. Warte mal. Nee. Da auch nichts. Da haben wir die Lampe ja auch her. Würde ja gar keinen Sinn machen, die jetzt da irgendwie
dafür zu benutzen. Hier ist auch nichts mit Lampen. Im Flur ist auch nichts mit Lampen. Schwierig. Macht auch keinen Sinn. Der Pool oder der Teich, also der Brunnen muss halt wieder gefüllt werden, dass der Schlüssel daraus kommt. Und durch die Ente schwimmt der Schlüssel natürlich dann nach oben. Wir müssen es aber erstmal reparieren, um es wieder aufdrehen zu können. So, das müssen wir befüllen. Weiß ich jetzt aber auch nichts. Ich wüsste auch nicht, wo ich daneben tipp. Ja, ich weiß, also du musst schon. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich den. Use the match to the lights. So, irgendwas im Garten auf jeden Fall Licht. Das ist doch ein Brenner, ne? Helfen wir mal auf die Sprünge, Streichhölzer benutzen. Ah. Sauber. Sauber. So, den Brenner können wir jetzt nutzen für den Ofen vielleicht. Aber den müssen wir auch erst aufmachen, ne? Nee. Ah, der macht den jetzt auf. Ah, was? Na, okay. Von mir aus. Da haben wir eine kleine Schaufel gefunden. Da ist eine Schaufel. So, ist das auf jeden Fall schon mal geschmolzen. Ja, was? Alles habe ich jetzt auch nicht verstanden. Irgendwas mit dem Spiegel? Bla bla. Bla bla bla. Story, okay. Scheiß auf die Story. So. Jetzt haben wir ein Seil. Seil und Schere, genau, ja. Seil und Schere. Achso, ich dachte, wir können was da aus der Kiste rausnehmen. Oh, was? Jetzt müssen wir das zweite Ding dafür finden. Leute. Da hinten war ja nur das mit dem Schild, ne? Da können wir ja. Wir brennen das Schild sauber. Da fehlt immer noch der Schmetterling. Wie sie sich freut. Hier ist auch nur noch das zu machen.
denke mal, wir brauchen einen Schlüssel irgendwie, um das aufzudrehen. Dass wir da rankommen. So läuft nämlich der Hase. Mach auf die Luke! Achso. Nee, warte mal. Achso, genau, in den Garten müssen wir. Ah, jetzt müssen wir wieder sammeln. Okay, sehr gut. Warte. So. Da haben wir schon mal die Säge. Das haben wir auch schon mal. Was muss das Gebiss machen? Ja gut, Kreuz, das hätte ich... Ich habe jetzt erstmal geguckt, was man mit den Zähnen machen kann. Kreuz ist richtig. So ein bisschen was weiß ich. Ne? So eine Musiknote, das kann man sich halt so denken. Fisch. So, okay, Kreuz. Suchen wir erstmal... Okay, das war gerade Zufall. Das ist ein wilden Erd da unten. Okay. Kreuz, 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 Kreuz. Manchmal ist das ja auch da unten. So. Musik. Oh mein Gott, mein Handy vibriert oder was? Erschrocken, Mann. Musiknote da oben. Akkord mal drei. Was ist denn das? Was ist denn hier dreimal da? Foto kannst du nicht aufnehmen. Nehmen wir mal einen Schnuller. Die nehmen wir auch, die Schnürsenkels. Ach so. Foto haben wir auch. Wo ist denn jetzt die andere? Ja. Thanks for the warning.